So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zurück und ich habe jetzt auch endlich den Chunkloader da hinten platziert. Das heißt, dieses Ding ist jetzt auch schön voll, selbst wenn wir hier sind. Und ich würde sagen, wir fangen dann mal an, das unten so aufzusetzen, wie es wir gerne hätten. Ja. Aber davor gucke ich noch mal kurz, sind hier irgendwelche Erze drin? Ja, Silber kann ich mal noch mitnehmen. Dann tue ich das mal ganz kurz unten hier. Ach stimmt, das war das, wie es auch immer das Ding nochmal explodiert ist. Ich weiß nicht mehr. Dann nehme ich mal hier ein Mining Upgrade raus. Tu das mal lieber hier rein. Okay, die Dinger werden wir dann auch demnächst bauen. Aber jetzt ist erstmal die Frage, wo mache ich dann das Ölzeug hin? Ja, ich will es hier nicht, eigentlich nicht direkt vor die Tür haben. Also, wisst ihr, was cool wäre? Wenn eigentlich, wäre es ja cool, wenn die Engines direkt hier stehen würden. Das heißt, ich mache das hier mal weg. So, dann nehmen wir mal die Engines. 2, 3, 4, 5. So. Ich brauche mal kurz was anderes als hier den. Okay, Coal Coke ist schon produziert. Ich brauche ein bisschen Bricks. Und zwar Quarried Stone Bricks. So. Und wieder nach unten. So. Denn eigentlich wäre es ja cool, wenn die hier so stehen würden. Ich hole mal kurz hier noch die Dinger. So. Ist ja so hier. In der Wand sozusagen. So, wenn ich dann die alle mit dem Wrench hier schön hindrehe. Ja, so. So. Und so. Die Frage, hat das was oder nicht? Ich würde mal sagen, wir machen das dann aber ein bisschen anders. Und zwar könnten wir dann theoretisch noch hier die drei Steine auch wegmachen. Und die Engines noch hier hinsetzen. Weil ich glaube, dass es besser ist, als wenn wir die hier übereinander setzen. Oder? Weil dann können hier nämlich die Pipes schön unten im Boden reingehen, dann hinter die Wand hoch und so. Bin unsicher. Lass mal überlegen. Wenn die hier so an der Wand stehen. Was gäbe es denn noch so für Möglichkeiten, wenn wir hier mal schauen? Ja, wir könnten sie hier hin machen, aber dann, wo kommt dann das Ölgedöns hin? Ach, wisst ihr was? Wir stellen jetzt einfach da wieder hinten hin. Weil das hier ist zu unsymmetrisch. Wenn hier nur drei Engines wären, dann wäre es perfekt, aber für fünf. Geht das bisschen schlecht. So. Nochmal die Conductive Pipes hier drauf. Zack, 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 zack. So. Dann machen wir das Zeug hier einfach bisschen weiter nach hinten. Oder? Nö, wir können es ja eigentlich auch hier vorne hin machen. Okay, wir stellen hier mal den Endertank hin. Und dann brauchen wir Liquid Node. Und zwar eine. Und Pipes brauchen wir ein paar. Und auf jeden Fall brauchen wir dann auch noch irgendwas. Jetzt ist nur die Frage, wieso funktionieren die Dinger nicht? Ach so, ich hatte hier noch auf nicht connecten gemacht zum Ausprobieren. So. Nein, das hier sollte so bleiben. Du sollst connecten. So. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz hoch. Denn wir müssen ja ein bisschen craften. So, und ich habe ja noch zwei Geothermalgeneratoren, die werde ich auch gleich hier anschließen. So, zuerst mache ich mal hier aus diesen Dingern noch. Hey. Ach so. Ach so, deswegen ging es nicht.
Na gut, wir brauchen eine Refinery. Wo haben wir sie denn? Hier. Okay, und die ist schon ganz schön teuer. Dafür brauchen wir nämlich 4 Diamanten. Und das ist nicht so günstig. Sage ich jetzt mal. So, aber Eisen und sowas haben wir ja. Und ich glaube, genug Diamanten sollten wir auch haben. So, Gold. Und jetzt das teuerste. Wie viele Diamanten haben wir denn noch? 24, okay. Das geht so. Dann brauchen wir noch 3 Tanks. Wir haben viel zu wenig Glas. Okay, dann zum Glück ist der Ofen hier vorgeheizt und zum Glück hatte ich da schon mal Glas gemacht. Jetzt habe ich irgendwas reingelegt. Ich weiß aber nicht mehr was. Transfer Nodes brauchen wir keine. Aber na, die Leiste drin liegen. So, okay. Refinery. Hier oben eingeben natürlich. 2 Redstone Torches. Zack. 3 Tanks. 1, 2, 3. So, und dann können wir theoretisch. Nee, brauchen wir nicht. So, und dann haben wir hier unsere Refinery. Yeah. Okay. Jetzt brauchen wir noch die Liquid Nodes. Die haben wir hier, von der brauchen wir auch nur eine. Aber wir brauchen davor noch einen Eimer. Eins. So, ich habe gleich mal 3 Stück gecraftet. Kann man immer mal noch gebrauchen. So, und wo sind jetzt hier die Pipes? Sehr gut. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Das hier sollte theoretisch. Ich will, dass es alles hier perfekt ist. So, denn dieses Kabel hier kann eigentlich weg. Das mache ich ja dann gleich mal ab. Ja, verdammt. Das kann ich ja auch alles demnächst mal wieder zu bauen. Und ich, dann kann ich auch hier mal kurz das hier machen. Und wo sind die Kabel? Ich habe keine Kabel. Schlecht, okay. Machen wir das später. So. Dann haben wir auch ein paar mehr Transferpipes. Zack. Okay. Ich würde sagen, das hier tun wir jetzt wirklich auch von unten anschließen dann. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Refinery hier steht. Und dann müssen wir nicht einmal um die Engines rum. Das wäre irgendwie ein bisschen kontraproduktiv. So. Und dann kann ich hier mal alles schön wieder hinmachen. So. Und dann stellen wir das so hin. Und zwar. Tipp, 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 tipp. Hier. Dann kommt der Endertank hier hin. Der sollte theoretisch das automatisch da reinpumpen. Genau. So. Dann die Liquid Transfer Node hier hin. Und theoretisch müssen wir es dann direkt nach unten verlegen können. Sehr schön. So. So. Yeah. Okay, die müssen wir dann später irgendwann mal noch hier schön abdecken, aber das kommt auch noch. Okay. Jetzt braucht dieses Ding natürlich noch ein bisschen Strom. Wie kriegen wir Strom? Ganz einfach, indem wir mal hier die Lava kurz hinmachen. Und dann jede Combustion-Engine mal ein Eimer Oil. So. Denn jetzt brauchen die hier nur noch Wasser, was ich hier anschließe. Sehr gut. Und dann werden wir vorerst die Refinery mit Öl laufen lassen. Einfach so lang, bis sie, ja, bis sie uns genug Fuel hergestellt hat, dass das ganze Zeug mit Fuel laufen kann. So, jetzt brauchen wir trotzdem noch Quartz Kinesis Pipes. Und ich würde sagen, das tun wir einfach hier von hinten so. Von hinten. So. So, so. Jetzt können wir es ja gleich so machen. Dann können die hier weg. Jetzt brauchen wir hier nur noch die Lever. Hier müsste überall genug Wasser drin sein.
Sehr schön. An, 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 an. Und an. Und ihr seht schon, das benutzt hier schön Öl, um Fuel herzustellen. Und das funktioniert doch mal super. So, und das Teil fängt sich jetzt an aufzufüllen mit Biofuel. Mit normalem Fuel. Das Problem ist hier aber, es weiß nicht, wo es hinpacken soll, weil hier natürlich jede Engine noch mit Öl läuft. Und sobald die Engines dann ausgelaufen sind und das Öl alles weg ist, wird es automatisch hier mit Fuel nachgefüllt. Das ist doch mal ziemlich cool, oder? Finde ich auch. Okay, dann kann ich mal hier kurz die Wand wieder zubauen. Und diese Dinger können hier auch mal weg. Das stört eigentlich nur. Keine Schere dabei. Okay, das scheint ja vorerst mal zu funktionieren. Als nächstes würde ich mal sagen, na, das wollte ich nicht. Storage Priority. Brauchen wir aber nicht. Die Dinger hier sind alle voll. Und ich würde sagen, wir bauen uns dann mal eine neue Speicher-Ding, wie auch immer man das nochmal nennt. Und zwar, nee, Storage Cell, glaube ich. Richtig. Eine 16K vielleicht mal. Ein grünes sind drei gelb. Neun normale. Eins, zwei, drei, vier. Und da sind die Circuits aus. Okay. So, dann nehme ich das Ding hier mal. So, eins, zwei, drei. So, acht Stück reichen, denke ich mal. Das wird gleich mal hier geschmolzen. Das Glas können wir rausnehmen, das ist sehr schön. Und dann kann ich hier so lange mal ein bisschen einsortieren. So. Tada. Hier rein. 9. Okay, gut. So. Hier. 1, 2, 3. Und dann brauchen wir hier nur noch ein grünes. Und dafür brauchen wir wieder so einen Advanced Processor dieses Mal. Oh, jetzt wird's teuer. Und was fehlt uns dieses Mal? Silicon. Okay. Das ist aber kein Problem. Irgendwo müssen wir hier noch Quartz Dust haben. Sehr schön. Kommt das hier mal rein. Und ich stelle hier mal die Brightness ein bisschen höher. Weil ich bemerkt habe, dass es auf YouTube doch ein bisschen dunkel ist. Und ich hatte in letzter Zeit mal kurzzeitig immer 20 Minuten Parts. Ich habe mich jetzt eher dafür entschieden, wieder 15 Minuten Parts zu machen, aber dann eben in der Auflösung 2560 auf 1444. Das heißt, für euch ist die Qualität dann noch ein bisschen besser. Und ja, ich bin eher so ein Typ, der auf Qualität statt Quantität, genau. Da ist das richtige Wort dafür. Oh, verdammt, wir brauchen ja noch unser grünes Ding hier. Perfekt. Und jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Yeah. Und ich glaube, wir machen das mal so. Wir machen hier das Kabel weg und stellen den ME Drive. So, machen hier das Kabel wieder hin. So, und stellen das Ding hier auch nach oben. Aus dem einfachen Grund, weil man da auch öfters mal dran muss. Wegschmeißen wollte ich nicht. So, und dann 1, 2, 3 und die 16K. Wunderbar. Dann kann dieses Filtergedöns mal da rein. Ja. Nun gut. Da wir jetzt ja schön viel Energie haben, würde ich sagen, bauen wir mal eine Sache, mit der wir die Energie dann auch endlich mal nutzen können. Und zwar, ich glaube, hier ist eine gute Position, um das hinzubauen. Manche haben sich vielleicht schon gedacht, es ist ein Assembly Table. Richtig, und zwar dieses hübsche Ding hier. Das ist auch wieder teuer, braucht 6 Diamanten. Und auch ein bisschen Obsidian. Ich stelle einfach mal ein bisschen mehr her. So, 12 Stück. Medium Stone her. So, das Gedöns kennen wir ja schon nicht. Mach einfach mal ein paar mehr von den Holzdingern hier. Und mach die gleich mal zu Stein. Und zu Eisen.